Bitte begeben Sie sich an den Schalter, Sir. Mr. Rowland, es ist so lange her. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Folgen Sie mir bitte. Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Hallo, James. Mr. Rowland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Rowland. Es befindet sich immer noch am Ende des Satzes. Rufen Sie mich, wenn Sie hinaus möchten. Carrington hatte recht. Sie haben angebissen. Schau dir die Beweise an. 20 würde töten, um sie in die Hände zu bekommen. Wir werden sie alle dran kriegen. Von Nummer 20 bis Nummer 1. Mr. Rowland, was ist los? Ich bin in meine eigene Falle getappt. Ich verstehe nichts von diesem Sicherheitssystem. Wie lässt man die Gitter herunter?
Keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Ihr Schwachköpfe! Was auf deiner Seite? Nein! Wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Mistding ausschalten. Oh mein Gott! Thank you.
FBI! Lassen Sie Ihre Waffe fallen! Steve Rowland, ich verhafte Sie wegen Mordes an William Sheridan. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie von nun an sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht darauf. Was nützt der beste Anwalt, wenn man sich an nichts erinnern kann? In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Emery, die Bilder bitte. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Dieses Gebäude dort. Sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Nun, muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Agent Scott, auf Leitung 1. Also, wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden. Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor 2 Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe. Aber bevor wir ihre Auferstehung bekannt geben, Captain Rowland... Was zum Teufel geht hier vor? Hey! Nicht bewegen. Ich werde dich von den Handschellen befreien. Schön, dich zu sehen, Steve.